Das Wetter in der Woche nach Österlich. Natürlich freuen sich die Grünen und die Sozialdemokraten und wir alle, wenn jetzt der Stuttgarter Flughafen so eine wahnsinnige Explosion hat, was die Fluggäste angeht. Bis zu 20 Millionen werden wir haben, die in die Welt reisen können und so weiter. Und ne, das ist Neoliberalismus, das ist Wachstum. Und verstehen Sie, es ist doch besser, als wenn man im Zug beispielsweise, im Zug in einem Tunnel stecken bleibt und dann auf die Feuerwehr wartet, wer weiß wie lange, nicht? Da bin ich doch mit dem Flugzeug deutlich sicherer. Gut, ich muss sagen, in allen von uns, auch in Ihnen, steckt ja ein Stück Greta. Jeder von uns ist Greta. Was haben wir beispielsweise vegane Maultaschen gegessen zu Ostern? Was haben wir uns gefreut über die Osterbotschaft des Papstes bei diesem Kreuzgang, wo er gesagt hat, dass mit den Kindern, das war scheiße, nicht? Und das mit dem Kapitalismus ist auch scheiße. Und es ist ganz viel, hat er ganz viele Scheiße, nicht? Natürlich, er hat nicht zu Kuhn gesagt. Zu Kuhn hat jetzt die SPD was gesagt, die hat den sozusagen ans Bein gepinkelt. Meine Oma Glimpsch ist ja eine alte, früher war die ja eine Sozialdemokratin, inzwischen ist sie Anarchistin, nicht? Aber was hat die, also die haben ja jetzt bei dem Kuhn, warum hat der Kuhn keine Wohnungen gebaut? Das frage ich mich auch, verstehen Sie? Ist das so schwer, Wohnungen zu bauen, nicht? Und ist der Kuhn, sag ich mal ganz unter uns, ich frage ihn jetzt, lieber Fritz, bist du vielleicht etwas korrupt? Ja, wie Dietmar Gabriel oder wie der heißt. Der Gabriel ist ja jetzt als Aufsichtsrat, mein Bundestagsabgeordneter verdient nicht so viel. Nicht? Gut, der ist einmal bei diesen Zeitungen in der Holzbrink-Gruppe, das gibt 20.000, 30.000 Euro Honorar. Lächerlich, das ist weniger als ich bei Kontext kriege beispielsweise. Der Gabriel ist jetzt Aufsichtsrat bei der Doilette. Doilette ist der weltgrößte Wirtschaftsprüfer und Lobbyist, nicht? Die können doch ohne weiteres beispielsweise prüfen, ob der rumänische sozialdemokratische Ministerpräsident oder was, der ist wirklich korrupt ist, nicht? Die könnten auch bei dir prüfen, ob du korrupt bist, nicht? Also der Gabriel prüft bei dir, nicht? Oder ob das mit dem Wohnungsverkauf an die Vonovia damals mit diesen 21.000 LBBW-Wohnungen, ob das alles so okay war, nicht? Die könnte man jetzt natürlich günstig vermieten, nicht? Aber ich sage immer, könnte, sollte, müsste. Wer sagt's denn? Fritz, ihr beide. Mal ganz ehrlich, wir beide sind uns einig, so geht's nicht, nicht. Und die Wahlplakate, wer glaubt denn den Wahlplakaten? Glaubst du, was auf diesen Wahlplakaten steht? Glaubst du, dass du korrupt bist? Also, ich auch nicht. Aber die anderen...